Jo, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal EasyDLP. Wir spielen den Bausimulator 2015. Jawohl, sehr schön. Ich freue mich, dass wir hier ein weiteres Projekt gefunden haben, an dem wir so ein bisschen arbeiten können, an dem wir wirken können. Ich habe schon eigentlich eine Folge aufgenommen, aber leider ist die kaputt gegangen. Und deswegen kann ich euch die nicht zeigen. Das war die erste Folge, da ist aber nicht viel passiert. Da haben wir erstmal den Harpe kennengelernt, den Hans-Peter. Das ist der Kollege hier zu meiner Rechten. Und wir sind mit diesem Bagger hierher gefahren und haben diesen Graben ausgehoben. Und jetzt haben wir Rohre geholt und schauen mal, was wir mit den Rohren so machen müssen. Ich würde sagen, wir fragen Harpe. Der weiß bestimmt, was damit zu tun ist. So, wir müssen abladen. Verlegen können wir die Dinger dann von Hand. Okay, die ganze Palette ist ein bisschen schwer zum Runterheben, oder? Mein armer Rücken. Keine Angst, zum Abladen benutzen wir den Bagger. Vorne an der Schaufel ist ein Haken, mit dem wir die Palette abladen. Setz dich mal in den Bagger und beweg den Löffel. Haben wir ja letztes Mal gelernt, dass es Löffel und nicht Schaufel heißt. Über die Palette, dann kannst du die Palette anhaken. Auf geht's, versuch's mal. Okidoki. Ist ja überhaupt kein Problem für uns. So, fahren zum Pritschenwagen und hake mit dem Baggerarm die Palette an. Stell sie dann einfach zwischen den Pylonen ab. Ja, wir haben ja schon festgestellt, das Baggerfahren ist ein bisschen anders. Ups, halt, halt, darum. Halt, halt, halt. So, wir müssen auch noch hier die Sicherung entfernen. Ladung lösen. F. So. Dann müssen wir wechseln in den Arbeitsmodus. Der war... ist eine gute Frage. Nee, das war die Kamera. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ach doch, mit Tab. Okay. Mit der Tab-Taste können wir... Ui, Entschuldigung. In den Arbeitsmodus wechseln. Und eben auch wieder zurück natürlich. So, wir drehen uns mal ein bisschen, wir drehen uns ein bisschen. Ich glaube, wir nehmen hier die ganze Zeit den LKW mit. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. So, ich weiß nicht, können wir jetzt hier schon... Ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen das von der anderen Seite machen. Wir versuchen es mal einfach.
So. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie das jetzt hier gehen soll. Das soll so richtig sein. Da bin ich ja ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber gut. Moment, ich muss mich erstmal an die Steuerung hier gewöhnen. Leute, nehmt mir das nicht übel, aber ich kenne diese Steuerung hier überhaupt nicht. So, Harpe, Vorsicht, sonst hauen wir das Ding hier an den Kopf. Das ist für mich absolut Neuland. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Oh Gott. Sollen wir das nicht abkoppeln irgendwie? Na gut, ist egal, komm. Ich lass stehen. Harpe macht das schon, hoffe ich. Und die Jungs können jetzt hier weitermachen. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wäre es gut, wenn du in der Zwischenzeit den Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Aber dafür brauche ich den grünen Absetzkipper, oder? Ja, der steht auf jeden Fall. Wenn du keine Lust hast, rüber zu laufen, kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Verwende dazu den Knopf mit dem LKW oben links und wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Das bringt dich direkt hin. Okay. Hallo, vorsichtig, Mensch. Hey. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. Da, 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 da. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, einsteigen und guck mal, Harpe ist auch schon da. Hole nun den Container auf der Baustelle ab und genau. So, also direkt wieder zur Baustelle, die war hier links. Wir fahren mal einfach. Hey, das hätten wir auch selber machen können. So, Ausleger. Runter. Anhaken. Und das Ganze wieder zurück. Schön. Wir fahren natürlich aus in dieser Perspektive, das ist ja klar. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Geradeaus erstmal. Geradeaus. Ja, ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal klappt. Also beim letzten Mal war das alles so verruckelt und versetzt und Standbilder da drin, während ich aber weitergesprochen habe. Ich weiß nicht warum. Es kann sein, weil ich gerade hochgeladen und codiert gerendert habe. Puh, vielleicht lag es daran, keine Ahnung. Das kann natürlich gut möglich sein. Diesmal mache ich das nicht. Deswegen glaube ich, sollte das diesmal klappen.
Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. So. Wo müssen wir denn ganz hin, sag mal? Meine Güte. Ist das hier? Ja, hier ist es langsam. Das Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt. Hier erhältst du sowohl Schüttgut als auch Frischbeton zum Füllen des Betonmischers. Darüber hinaus kannst du auch Erdaushub oder Bauschutt dort abgeben. Das Gelände des Kieswerks ist recht weitläufig. Die verschiedenen Bereiche zum Beladen sind weiß, die Abladeplätze gelb markiert. Oder du fragst den Mitarbeiter vor Ort. Okay. Ich würde sagen, hier sind wir richtig. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. So rum. So, wir können die Transportfunktion verwenden, aber ich würde sagen, wir fahren einfach selbst. Ne? Das macht doch immer am meisten Spaß. Ach, insgesamt ist das ja schon echt ein recht lustiges Spiel, muss ich ja sagen, ne? Das macht schon Spaß. Oh Gott, oh Gott. Weg da, ich komme. Wo sollen wir denn hin eigentlich? Zum Bauhof, ne? Schon völlig vergessen. Oh, hier ist 50. Hier ist 50. Hier ist 50. Uiuiui. Das habt ihr alle nicht gesehen. Ist nichts passiert. Düdüdüd. Düdüdüdüd. Guck, wir fahren ganz ordentlich. So, der Harper hat was für uns. Wir schauen mal, was es ist. Schauen wir mal, dann sehen wir es ja. Oder wie heißt das so schön? Hallo Harper, da bin ich wieder ganz schön anstrengend, so ein Tag auf dem Bau. Oh je. Wenn du die alte Aufgabe kriegst, dann reicht ja. Jo, sehr schön. Wir haben 5.350 Taler bekommen und 100 Erfahrungspunkte und sind ein unerfahrener Auszubildender. Ja, sehr schön. Gut. Und nochmal 2.000 Taler dazu. Sehr schön. Gehen wir mal ins Menü. Was gibt's denn für Aufträge? Kriegen wir die hierher? Ich muss mal gucken. Das weiß ich ja alles noch gar nicht.
Ausschreibungen, ja. Villa mit gepflasterter Einfahrt, Familie Niesen. Gesundheit. Was bedeutet das denn hier? Weiß ich nicht. Fahre einen kleinen Bagger zur Baustelle, besorge einen Container von einem Baustelle. Packe den mal hier Bereich aus. Nehmen wir an. Und ich würde sagen, starten tun wir damit, aber wir fahren den Bagger noch hin und starten dann aber beim nächsten Mal damit. Moment, wir müssen erstmal Aufgabe 1 erledigen, Leute. Erstmal müssen wir den Bagger dahin fahren. So, warte, und jetzt müssen wir das Stützrad einfahren. Sehr schön, das klappt schon mal super. Und jetzt muss man natürlich auch noch den Bagger aufladen, sonst bringt das Ganze auch nichts. Ich bin allerdings gerade etwas skeptisch, wie das noch funktionierte. Ja, weiß ich auch nicht. Das hat ja letztes Mal der Harpe gemacht. Muss ich jetzt echt mit dem Bagger da ganz hinfahren? Das kann ja gar nicht richtig sein, oder? Ich versuch's einfach mal, liebe Leute. Aber das scheint so nicht zu gehören. Gut, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir da wohl so hinfahren. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Denn machen wir das. Oder müssen wir da rückwärts rauf? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nö, scheinbar nicht. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Lasst gerne Kritik da, wenn ihr welche habt. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne beim nächsten Mal. Also macht's gut. Ciao.